Protektorat Lab im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Commander? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrlich. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. So, und damit herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ja, was ist das für eine Verräterkacke hier? Jetzt geht es schon gegen die eigene Bevölkerung. Wo müssen wir hin genau? Ich weiß nämlich nicht, wo es längs geht. Na dann. Ich kann nicht in meinem eigenen Schiff abreisen? Nein. Sie dürfen erst von Vanus abreisen. Unser Schiff so groß, sieht immer gar nicht so groß aus, ne? Commander Versio, Sie können durch. Da wird man AT-AT abgeliefert. Wie geil sieht das denn aus? Vor allem diese Transporterschiffe kennt man ja eigentlich nur aus Star Wars Rebels, ne? Und dann mit zwei AT-APs da dran. Ne, AT... Was haben die denn? AT-DP, genau. AT-DPs. Also Vorgänger vom AT-ST. Sind überhaupt da irgendwelche Leute drin? Dieser Sturm ist zu viel. Was machen wir? Ich glaube, wir können nichts machen. Nicht bei diesem Wind. Spezialeinheit. Durchnacht. Immer durchgehen, immer durchgehen. Danke, danke. Sind wir wirklich wegen einer Person? Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf Befehl. Ihre Furchtlosigkeit bei diesem Sturm zeigt wahre Disziplin. Aber Gleb verdient eine vorzeitige Evakuierung, oder was? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie einen Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Kask. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Aschen beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran, dass ich die Befehle des Admirals befolge. Vergessen Sie die Befehlskette nicht. Bitte fahren Sie fort. Ja, genau. Wurde aber auch Zeit. Aggressiv. Wer belästigt Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung bleibt. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Wow, 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 zack! Ja, gehört zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los! Commander. Sie haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind Sie in Sicherheit. Gehen Sie los! Los! Wow, 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 was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission. Waffe runter. Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein, nein, nein! Komm, warten Sie! Ich bin Ihr Commander! Waffe runter! Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um. Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Del, bitte tu das nicht. Tu das es nicht. Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Das ist das neue Imperium. Wenn das... das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen. Ich befolge die Befehle meines Commanders. Sind das deine Befehle? Sind sie das denn? In dem Fall ist das ihr Verrat! Sind das deine Befehle?
Ja. Und ich habe meine. Die Waffe runter. Ungehorsam wird dein Untergang sein. Ja, richtig so. Admiral Versio. Commander Versio. Und Agent Miko haben die Mission verraten. Tut mir leid. Habe verstanden. Bringen Sie mir Glepp. Das ist Ihre Mission. Ich werde mich um die Verräter kümmern. Aha. Läuft ja wunderbar jetzt. Feuer frei! Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Kommandant. Wow, wow, wow. Wenn sie uns sehen, geht's ärger. Alter, Alter, Alter. Okay, ich hätte nicht schießen sollen. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher anhören sollen. War ich so übereifrig tatsächlich? So. Auf der anderen Seite des Platzes ist ein Durchgang. So kommen wir raus. Ich bin bereit, Kommande. Nicht schießen. Wenn sie uns sehen, gibt's Ärger. Wie ducke ich mich eigentlich nochmal? So schon mal nicht. Genau so. Neue Befehle. Bereich sicher. Wenn ihr die Desertöre seht, sofort Feuer. Neue Befehle von oben. Wir sind zu ungeschützt. Wir brauchen mehr Deckung. Sie sehen uns nicht. Und das sollte auch so bleiben. Ich hasse immer so einen Schleichkram, ne? Ist nicht immer so meins. Weil ich immer zu aufgeregt bin. Der Sturm wird langsam stärker. Wir müssen den Planeten verlassen. Verräter in unseren Reihen. Wir hatten Glück. Los jetzt, in den Durchgang. Wir müssen zur Corvus und raus aus imperialem Herrschaftsgebiet. Sie haben Ihren Vater gehört. Vorher schießen Sie uns ab. Dann müssen wir die Flugabwehrkanonen ausschalten. Oh, das sieht übel aus. Ganz ruhig, Miko. Die Zivilisten auf der Corvus verlassen sich auf uns. Wir haben keinen imperialen Funk. Die Corvus wird nicht mal wissen, dass wir kommen. Uns fällt schon was ein. Auf zu schießen, Mann! Los! Sehr schön. Ach so. Hab ich jetzt irgendwas? Ach so, gut, okay. Hab ich die Tür jetzt nicht aufgemacht? Okay, da kommen wir schon mal hier. Gebiet schocken. Ich habe das gehasst, ich wollte das nicht tun. Wir sind zum Tode verurteilt. Wenn wir nicht aufpassen, sind wir dran. Und das vom eigenen Vater, oder was? Das ist ja Wahnsinn. Naja, das ist eben halt der Wahnsinn, ne? Wir können die Flugabwehrsysteme vor uns abschalten. Okay, ich folge. Einmal hacken, bitte. Ach so. Okay. Oh, das darf doch nicht sein, hä? Huh? Lauf, 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 lauf! Wir
Na toll. Die Granate war sehr sinnlos gerade. Warum ich nicht so gut treffe, ist ganz klar, ich bin Sturmtrupp. Die können nicht so gut treffen. So, das haben wir es doch schon erreicht. Sie schießen auf etwas. Fliehende Schiffe. Andere wollen sich auch in Sicherheit bringen. Hier entlang. Ganz ruhig, dann bemerken sie uns nicht. Verstanden. Auf mein Zeichen. Los, schock sie schon! Du musst was hacken. Oh. Eine Menge Truppler hier oben. Kampfläufer bringen Truppler in dieses Gebiet. Deckung halten. Wir stehlen jetzt einen AT-AT. Oh, geil, geil, geil! Der gerade rumläuft, oder was? Das war, glaube ich, keine gute Idee. Deaktivieren. Jetzt. Geil. Wir haben beide gechockt. Da oben müssen wir hin. Das kann man darauf? Ja. Das sieht aus wie eine Brücke oder sowas. Der Baum wackelt, Alter, wegen der Bombe. Gut. Einfach nur gut irgendwie. Scheiße, so einer auch noch, Alter. Wow, es hat geknallt. Da haben wir noch einen AT-AT. Da ist der Kampfläufer. Die Kanonen sind stark genug, um die Flugabwehr fertig zu machen. Genau. Und wenn wir die Zielschüssel zerstören, deaktivieren wir die Flugabwehr im Sektor. Sehr geil. Ich war noch nie in so einem AT-AT drin, also eingelaufen. Ich hätte gerne gewusst, wie er durchläuft. Okay, dann wollen wir mal. Commander, Ihre Zivilisten sind jetzt hier beim Schiff. Gut, die
die Corvus abriegeln. Hast mit Truppen schicken, um die Corvette einzunehmen. Okay. Ja, Commander. Ich bin dabei. Lass ich noch sagen. Gibt's auch andere Waffen? Ich sehe die Flugabwehrkanonen. Ich erledige sie. Irgendwas verpasst? Der AT hat doch noch mehr Waffen. Warum muss ich denn mit deren Waffen hier schießen? Echt jetzt? Treffe ich nicht? Ach, da ist noch ein Turm. Den habe ich gar nicht gesehen gerade. Geschafft! Waffen in diesem Sektor sind deaktiviert. Los zur Corvus. Wir verlassen Vados. Ich bringe uns möglichst nah hin. Eine Barrikade blockiert unseren Weg. Alter, diese... So viele Kampfläufe, wir sind gleich so am Arsch, Alter. Oh! Wir haben es fast geschafft. Weiterfeuern! Wir können sonst nirgends hin! Auf was denn? Auf den AT-AT oder auf was? Okay. Gute Arbeit, Commander. Glück, dass wir den super gepanzerten AT-AT gekriegt haben, wa? Auf uns. Einen über uns. Gehört das so dazu? Soll das so sein? Okay, offensichtlich. Corvus, Rampe runter und alle an Bord holen. Ja, Commander, aber der Blitz schließt unsere Systeme kurz. Es könnte etwas dauern. Thank you.
Ey, wo schießt doch noch jemand? Au. Seid ihr von unseren? Alter, AT-AT kommt auch noch. Scheiße, wir sind am Arsch. Gebiet schocken. Sie werden alles tun, um uns am Boden zu halten. Nur in die Kurve. Dann fliege ich uns hier raus. Könnten wir den AT-AT-Beschuss denn überhaupt standhalten? Mal so gefragt. Aha! ATSD nähert sich! Haltet den Scoutläufer auf! Die Sonne zur Ablenkung! Boah, was war das denn? Rapun, Sie können an Bord, Commander! Los jetzt! Alle rein! Was? So, ja, okay. Admiral Versio. Agent Hask berichtet. Mission erfolgreich, Sir. Meinen Glückwunsch, Commander Hask. So, Freunde, wie geht das wohl weiter? Das erfahren wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.